Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Checos Backstube. Heute werden wir mal was von uns im Nachbarland machen, denn heute gibt's Crème Brûlée. Die benötigten Zutaten dafür findet ihr wie immer im Video eingeblendet oder in der Beschreibung. Wir beginnen damit, die Eier zu trennen. Wir brauchen hier 4 Stück und benötigen dazu nur das Eigelb. Das Eiweiß kann man später ja noch für etwas anderes verwenden. Ich gebe nun das Eigelb in eine Schüssel. Anschließend kommt der Zucker hinzu und das Ganze wird gut verrührt. Nun wiege ich die Sahne ab. Danach kommt noch die Milch hinein. Und anschließend machen wir uns an die Vanilleschote. Diese entnehmen wir erst aus dem Glas und schneiden sie dann der Länge nach ein. Man benötigt hier ein sehr scharfes Messer, da diese ziemlich zäh ist und sich nicht so einfach aufschneiden lässt. Wenn man sie aufgeschnitten hat, klappt man sie auf und fährt mit dem Messer darauf entlang, damit das Vanillemark herauskommt. Wenn man das gemacht hat, gibt man das Vanillemark und die Vanilleschote in den Topf mit der Sahne und der Milch. Das Gemisch wird nun erwärmt. Ich mache das hier mit meiner Kenwood Cooking Chef, da es hier ziemlich einfach geht. Ich drehe also die Temperatur hoch und warte ab. Ab und zu rühre ich das Ganze mal um. So, die Milch kocht nun, ich rühre noch einmal um und schalte dann die Maschine wieder ab und lasse das Ganze etwas abkühlen. Wenn das Milch-Sahne-Gemisch etwas abgekühlt hat, gebe ich es durch einen Sieb, dass die Vanilleschote nicht mit hineinfällt, und kippe es zu dem Eigelb und dem Zucker. Ich habe hier 4 Formen und kippe die Masse nun gleichmäßig aufgeteilt in die Form. Das Ganze muss nun in den Backofen. Ich habe diesen hier schon mal vorgeheizt mit einer Auflaufform voll Wasser, in welche man die Schüssel nachher hineinstellt. Wenn das Wasser in der Schüssel kocht, gibt man die Formen hinein und lässt das Ganze bei ca. 150 Grad für ungefähr 45 Minuten backen. Das Wasser reicht übrigens so hoch, damit die Schüsseln bis zur Hälfte damit umrandet sind. So, nun ist es fertig und ich entnehme das Ganze und lasse es anschließend etwas auskühlen. Das Ganze kann man nun ruhig ein paar Stunden stehen lassen, bis es schön kalt geworden ist, oder ihr gebt es wahlweise einfach etwas in den Kühlschrank. Wenn es dann kalt ist, gebe ich den Zucker darüber, ich habe hier weißen genommen, ihr könnt aber selbstverständlich auch braunen Zucker nehmen, und werde diesen anschließend karamellisieren. Ich habe hier diesen praktischen Gasbrenner. Wenn das Ganze dann karamellisiert ist und der geschmolzene Zucker wieder flüssig, hat man diese schöne harte Kruste oben drauf. Man merkt dann beim Essen, damit es eine richtig schöne Zuckerscheibe ist. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.